Hallo und herzlich willkommen bei IDEA TV. Europa hat gewählt und damit rechtspopulistische Parteien deutlich gestärkt. Obwohl sich in Deutschland die Union mit 30% an die Spitze durchsetzen konnte, ist die AfD mit knapp 16% zweitstärkste Kraft geworden. In den östlichen Bundesländern schaffte die AfD den Sprung auf Platz 1. Frank Heinrich, Vorstand der Evangelischen Allianz in Deutschland, sieht in dem Ergebnis die Grundidee Europas bröckeln. Dankbar sei er aber für die höchste Wahlbeteiligung in Deutschland seit der Wende. Besorgt äußerte sich auch der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Friedrich Kramer. Man müsse lernen, mit den populistischen Einstellungen der Menschen umzugehen. Kreative, Medienschaffende und Journalisten haben sich vergangene Woche zum christlichen Medienkongress Moveo 24 in Kassel getroffen. Der Moderator der Veranstaltung, Joachim Stengle, ist von der Notwendigkeit des Kongresses überzeugt. Einfach, weil wir glauben, dass es ein wichtiger Kongress ist, wo sich Menschen, die in den Medien tätig sind und Christen sind, treffen als Plattform zum Austauschen, zum Netzwerken, aber auch um Inputs und Inhalte zu bekommen, die dann helfen für das persönliche Berufs- und Arbeitsleben. Wo künstliche Intelligenz auf göttliche Weisheit trifft, lautete das Motto des Kongresses. Die Geschäftsführerin des Gemeinschaftswerks der evangelischen Publizistik, Stefanie Schardin, ist davon überzeugt, dass Medienunternehmen nur zukunftsfähig sind, wenn sie KI für ihre Zwecke nutzen. Im besten Fall sind die Möglichkeiten der KI Tools, die unsere Arbeit erleichtern und die Qualität verbessern. Aber gleichzeitig heißt es auch, und das gilt auch für die ganze Medienlandschaft, wir brauchen immer mehr Menschen, die die KI auch supervisen und die das Controlling vornehmen, damit wir die Chancen und Grenzen auch wirklich gut nutzen können. Die Journalistin Tanit Koch forderte als Referentin Medienschaffende dazu auf, sich mit den Möglichkeiten künstlicher Intelligenz zu befassen. Sie plädierte für einen mutigeren Umgang damit. Auch die Professorin für Religionspädagogik an der Technischen Universität Dresden, Birte Plato, sprach sich beim Moveo-Kongress dafür aus, dass Christen sich in den Diskurs um KI einbringen sollten. Soweit die IDEA TV-Nachrichten. IDEA wünscht Ihnen Gottes Segen. Tschüss und bis bald.